Liebes ISP, herzlichen Glückwunsch zu 40 Jahren Ausbildung systemischer Vielfalt und Erzeugung einer unfassbar genialen Community, einem Netzwerk, was ich nicht größer kenne. Ganz, ganz großartig. Vielen, vielen Dank. Liebes ISB, einer meiner absoluten professionellen Lieblingsplätze. Als ich angefangen habe, konnte ich nur erahnen, wie viel Freude es macht und wie lange ich Lust habe, am Ball zu bleiben, in schöpferischer Bezogenheit mit anderen, am ISB, mit dem ISB und überall, wo ich ISBler entdecke, im Kontakt miteinander zu lernen und zu reifen. Eure Formate, Skripte und Regieanweisungen begleiten mich jetzt schon so lange in meiner beruflichen Tätigkeit und auf meinen Bühnen und in meinen Stücken. Und dafür bin ich euch sehr dankbar. Manchmal höre ich auch die ein oder andere Regieanweisung meiner Lehrtrainer aus dem Off und muss dann manchmal sehr schmunzeln. Das ISB ist ein Heimathafen für mich und für uns. Unsere professionelle Heimat. Ein Ankerplatz der Ruhe, des Tiefgangs und des Weitblicks. Ich habe eine Idee für ein Werbeplakat, was auf dem Werbeplakat stehen würde. Und zwar die Frage, was haben Socken mit Kultur zu tun? Es gibt diesen Geist von Wiesloch und der ist immer in Socken rumgelaufen und hat die Schuhe draußen gelassen. Das erste Bild, was mir kam und kommt, ist dieser Innenhof am ISB, der für mich sinnbildlich steht für den Safe Space, für den Raum zu wachsen, sich zu entwickeln, den ich damals erlebt habe, selber als Teilnehmerin und so geschätzt habe. Und gleichzeitig den ich hoffe, gemeinsam mit euch gut weitergeben zu können an die TeilnehmerInnen heute. Was habt ihr geschafft in den letzten 40 Jahren? Ist die Arbeitswelt ein bisschen besser zu machen? Ihr habt Perspektiven in die Unternehmen gebracht, ihr habt Vielfalt in die Unternehmen gebracht und unterschiedliche Arbeitswelten und unterschiedliche Aspekte zusammengebracht. Das ISB ist für mich ein Ort, der Haltung prägt. Ein Ort, der von einer Zusammenarbeit ausgeht, deren Grundlage immer die menschliche Verbindung ist und eben nicht primär die nüchterne Kostenkalkulation. Das ISB ist ein Ort, das das menschliche Maß ehrt, was in einer Arbeitswelt, die das menschliche Maß immer häufiger zu entgrenzen sucht, doppelt wichtig ist. Eine Qualität, die für mich mit dem ISB stark verbunden ist, ist der Schwarm. Mhm. Es sind diese Alumni, es sind diese ganzen Orte, an denen wir uns begegnen, die ganzen Gruppen, die sich gebildet haben und die teilweise über Jahre und Jahrzehnte bestehen. Und meine größte Energiequelle ist und war der Schwarm. Die Zeit am ISB hat mein Leben sehr verändert, sehr positiv verändert und hat mir tiefe Freundschaften und Netzwerke gegeben, für die ich euch sehr dankbar bin. Vielen Dank. Und ISB in 40 Jahren sind wir fast 90. Da wird es wahrscheinlich wirklich richtig krass durch Kultur getragen. Ich hoffe, dann werden neue Player am Start sein. Ich hoffe, dass sich genau diese Kultur, wie es jetzt 40 Jahre lang gelungen ist, weiterträgt und dass wir alle gemeinsam diese Kultur weiter gestalten und weiterentwickeln und so behutsam, dass das, woraus sie entstanden ist, bleibt. Ja, ich bin super optimistisch, dass das klappt. Ich habe richtig Bock drauf. Und ich wünsche dem ISB, dass möglichst viele Leute das Kulturgut, die besondere Art der Beratung in die Welt tragen. Alles Gute und viel Erfolg für die nächsten 40 Jahre. Ich schaue tatsächlich mit großer Dankbarkeit und Respekt aufs ISB und wünsche vor allem für die nächsten Jahre an der neuen Wirkungsstätte wirklich alles, alles Gute und immer eine Handbreit Wasser unter dem Kiel. Ich freue mich auf die Party. Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch! Herzlichen Glückwunsch!